Mittwochabend und es fühlt sich an wie Mittwochnacht, so dunkel ist es schon. Herzlich willkommen zu den News to Go, die wichtigsten Nachrichtenmeldungen des Tages. Jetzt für euch, eine Meldung kommt aus Berlin, hat mit Politik zu tun. Achtung, nicht erschrecken, es ist was ganz Harmloses. Übrigens hat sich auch einer von euch mehr Innenpolitik gewünscht. Also, wobei in dem Fall geht es um Außenpolitik, aber ist egal. Gibt gleich was serviert in diesem Fall. Und eine Nachrichtenmeldung bekommt ihr gleich aus Stuttgart, wenn man so will, aber eigentlich auch aus ganz Deutschland. Huh, ich mach's spannend. Die Zahl des Tages kommt auch aus Deutschland. Wir sind heute also relativ deutschlandlastig unterwegs. Zum Schluss noch mein Lieblingskommentar unter dem Video von gestern. Wir legen direkt los mit Nachricht Nummer 1. Deutschland verweigert den Palästinensern die Zustimmung. Das ist eine Schlagzeile, die es heute überall in den Medien gab. Und viele von euch werden sich, wenn sie das gelesen haben, wahrscheinlich gefragt haben, wie jetzt? Palästinenser, die haben doch eigentlich jetzt gegen Israelis gekämpft und da ist doch jetzt kein Waffenstillstand. Was hat Deutschland damit jetzt zu tun? Das ist wiederum eine ganz andere Baustelle, kann ich euch ganz kurz erklären. Palästina ist ja an sich kein souveräner Staat, kein anerkanntes Land. Das ist seit Jahren, Jahrzehnten ein Streit. Hier in dem Video zum Nahostkonflikt kriegt ihr noch ein bisschen was darüber erzählt. Und Palästina versucht natürlich, beziehungsweise die Palästinenser versuchen, für ihr Gebiet eine Anerkennung zu bekommen, die der eines Staates gleichkommt. Und da wäre es ein Riesenschritt, in die UN aufgenommen zu werden. Die Palästinenser sitzen da bisher noch nicht, wollen jetzt aber versuchen, zumindest ein kleines bisschen in diese Richtung zu gehen. Sie wollen am Donnerstag einen Antrag stellen in der UN-Vollversammlung, der ihnen einen erweiterten Beobachterstatus gibt. Wenn sie diesen erweiterten Beobachtungsstatus haben sollten, dann können sie zum Beispiel vor Gerichte ziehen und könnten die Israelis sogar wegen ihrer Siedlungspolitik verklagen. Ob die Palästinenser diesen erweiterten Status bekommen, das sieht sehr gut aus, denn Deutschland verweigert sich zwar, und da sind wir bei der Headline vom Anfang, Deutschland ist nicht dafür, das wurde heute bekannt, aber es sieht so aus, als wären die meisten Länder, die dort abstimmen werden, über diese Sache dafür. Also kann Deutschland sagen, was es will, wenn die Mehrheit dafür ist, dann zählt die Stimme Deutschlands nichts. Und dann würden die Palästinenser auf jeden Fall diesen erweiterten Beobachtungsstatus bekommen. Das klingt ein bisschen kompliziert, ein bisschen politisch, ein bisschen weit weg, hat aber tatsächlich eine große Bedeutung für die Menschen, die in den palästinensischen Gebieten leben. Und deswegen schaut die ganze Welt sehr gespannt auf den Donnerstag und diese Abstimmung. Ich werde euch da auch ein bisschen auf dem Laufenden halten. Mir fällt gerade ein, ich spreche von dem Donnerstag, wie als wäre es in 10 Wochen, aber das ist ja morgen schon. Mensch, die Woche geht so schnell rum. Die zweite Nachricht des Tages, die habe ich auch schon bei Facebook gepostet. Auf meinem Facebook-Kanal habe ich euch in der Infobox verlinkt. Es wird einen Jugendkanal der öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF geben. Das ist eine Riesensensation, muss man sagen, denn sowas wird schon seit Ewigkeiten gefordert und bisher ist das Ganze mal an der ARD gescheitert, mal am ZDF, mal an beiden und jetzt sieht es so aus, als hätten sich ARD und ZDF endlich geeinigt. Es soll wohl so sein, dass der digitale Kanal 1 Plus, der ja schon ein sehr großes, junges Fenster im Programm hat am Abend, fusionieren soll mit einem Digitalprogramm vom ZDF und dann ein gemeinsames, junges Digitalprogramm entstehen soll. Ich vermute mal, es wird ein Digitalprogramm bleiben, anderes könnte ich mir nicht vorstellen, wobei der Kika zum Beispiel, der ja der Kinderkanal, das Kinderprogramm der Öffentlich-Rechtlichen ist, der ist ja auch kein Digitalkanal, sondern ein normaler Kanal. Also mal schauen, man weiß da jetzt auch noch nicht so genaueres. Was man weiß, ist, dass der Südwestrundfunk die Schirmherrschaft übernehmen wird, die Verhandlungen mit dem ZDF auch leiten wird und wir werden da bestimmt in nächster Zeit noch einiges zu erfahren. Mich würde es einfach mal interessieren, würdet ihr so einen Sender schauen, so einen neuen Jugendkanal der Öffentlich-Rechtlichen? Oder sagt ihr, also Fernsehen ist für mich eigentlich gar kein Thema mehr, ich gucke nur noch im Internet oder es gibt ja Pro7, Sat1 und was auch immer, brauche ich nicht. Wie sieht es da bei euch aus? Was ist eure Meinung? So ein Jugendkanal von ARD und ZDF, wäre das was für euch oder würdet ihr auf der Fernbedienung einen großen Bogen darum machen? Jetzt kommt die Zahl des Tages und die Zahl des Tages ist die 22, denn ich kann euch verkünden, am 22. September 2013 wird ein neuer Bundestag gewählt. Dass nächstes Jahr ein neuer Bundestag gewählt wird, das steht schon fest, logisch. Aber dieser Termin, der war die ganze Zeit noch nicht festgestanden. Die Bundesländer haben sich darüber gestritten, weil die Bayern gesagt haben, oh, bei uns wird aber am 15. September erst gewählt und wir wollen 2 Wochen später erst die Wahl haben. Da haben aber einige SPD-geführte Länder gesagt, oh, da sind bei uns Ferien, das geht nicht und riesen hin und her. Jetzt steht es also fest, 22. September, Wahltermin.
Der Bundespräsident Joachim Gauck muss auch unterschreiben, aber das wird er wohl machen. Deswegen jetzt schon mal im Kalender eintragen. Falls ihr 18 seid oder älter, dann könnt ihr da zur Wahl gehen. Jetzt noch Mirkos Lieblingssenf, mein Lieblingskommentar unter dem Video von gestern. Ich wollte ja eigentlich von euch wissen, wie gefällt euch mein neues Kanaldesign? Die Frage ist wahrscheinlich etwas untergegangen. Einige haben geschrieben, es gefällt ihnen. Das Lob werde ich weitergeben an Supreme FX. Nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Und was ich auch noch sagen muss, bevor ich es ganz vergesse, ein großes Danke auch noch an Simon von dem Kanal Unschwer. Vielleicht kennt ihr ihn auch. Hier habe ich ihn nochmal verlinkt. Simon hat mir nämlich den Kontakt zu dem Designer vermittelt. Jetzt aber Mirkos Lieblingssenf, mein Lieblingskommentar. Der Kopf von Grobster Sebel. Da geht es auch nicht um das Kanaldesign, sondern um meine neue Facebook-Seite. Erstmal vorweg, ich finde deine Videos echt super und ich sehe sie nahezu jeden Tag. Jedoch muss ich sagen, und bei solchen Einleitungssätzen weiß man schon, da kommt was Negatives, jedoch muss ich sagen, dass ich deine Wette aus der letzten Folge für sehr bedenklich halte, da du mir zumindest das Gefühl vermittelst, dass ich wieder mal dazu beitrage, Klicks zu generieren. Nochmal für alle, die das letzte Video nicht gesehen haben, ich hatte ja mit euch gewettet, ihr schafft es nicht, innerhalb von 7 Tagen 1000 Freunde bei mir auf Facebook zu werden. Und ja, darauf bezieht er sich. Er schreibt, ein Tipp von mir, bitte bleib bei deinen Videos und versuch nicht abzuheben. Du bist einer der wenigen YouTuber, bei denen man das Gefühl hat, dass sie die Videos für uns machen und nicht für eigenen Profit. Ja, ich bin immer sehr dankbar für solche kritischen Kommentare. Könnt ihr mir sehr gerne schreiben, freue ich mich drüber und ich setze mich damit auch gerne auseinander. In diesem Fall lese ich den Kommentar deswegen vor, weil ich, weil es wichtig ist, da noch kurz was zu sagen. Also mir geht es natürlich nicht um den Profit hier. Ich glaube, sonst würde ich die Videos hier auch gar nicht machen. Mir geht es eher darum, euch ein paar Infos zu bringen, euch vielleicht auch ein Stück weit zu unterhalten und einfach diese tolle Plattform YouTube für was Sinnvolles zu nutzen. Und für den Facebook-Account habe ich mich deshalb entschieden, weil ich dachte, da kann man noch einfacher in Kontakt treten mit euch. Ihr könnt mir einfacher Fragen stellen, ich kann einfacher reagieren. Und außerdem ist Facebook natürlich auch ein tolles Medium, um meine Videos unters Volk zu bringen. Ich muss zugeben, klar, ich sitze nicht 6, 7, 8 Stunden an so einem Geschichtsvideo, um dann 2 Leuten das zu zeigen, sondern ich freue mich natürlich, wenn das möglichst viele angucken. Und klar, das gebe ich zu, aber nicht der Klicks wegen, sondern einfach, weil man sich da eine Mühe gemacht hat und sich freut, wenn das viele anschauen. Klar, wenn ihr einen Kuchen gemacht habt, wollt ihr auch, dass viele Leute den essen und der nicht irgendwo in der Ecke stehen bleibt auf einer Party. Ja, ich hoffe, das war jetzt eine adäquate Antwort zu diesem Kommentar. Wie gesagt, die Frage für heute ist, würdet ihr euch so einen Jugendkanal von ARD und ZDF anschauen? Postet gerne in die Kommentare, liked mich auf Facebook, würde mich natürlich auch freuen. So, das habe ich es aber oft genug gesagt. Ich wünsche noch einen schönen Abend, keine Angst, morgen sage ich es übrigens nicht. Also, dass ich euch einen schönen Abend wünsche, sage ich morgen schon, aber nicht das mit Facebook. Verspreche ich euch hiermit. Bis dann, ciao.